So, die Bedienung des Trainerhandballspielanalysesystems ist eigentlich sehr einfach. Die Vorgehensweise ist folgendermaßen: Es werden jeweils die Mannschaften angelegt, hier Kiel und Hamburg. Und dementsprechend, wer gerade den Ball hat, klickt man einfach entweder auf Kiel oder auf Hamburg und hat die entsprechenden Spieler hier zur Ansicht. In diesem Beispiel gehen wir mal davon aus, wir haben Kiel, die Nummer 7 schießt von halb links oben rechts in die Ecke. Sofort wird der Spielstand angezeigt. Es ist natürlich ein Ballwechsel nun dann da. Hamburg ist nun in Ballbesitz. Die Nummer 5 schießt von dieser Position eben hier rein. Dann kommt wieder ein Wechsel. Die Nummer 9 kriegt zum Beispiel die gelbe Karte. Hamburg wieder im Ballbesitz. Die Nummer 17 verursacht einen Fehlpass. Kiel ist wieder in Ballfront. Die Nummer 31 bekommt 2 Minuten. So wechselt das ständig hin und her. Hamburg, die Nummer 7, holt zum Beispiel einen 7 Meter heraus. Der 7 Meter wird dann von der Nummer 5 geschossen als Beispiel. Und hier gibt man dann ganz einfach ein 7 Meter. Von wo? Natürlich von hier und hier oben links. Man sieht jetzt auch in der Anzeige die Nummer 5 hell hinterlegt, der erste Schuss ein 7 Meter. Die Nummer 7, der erste Wurf oben rechts. Gehe ich jetzt wieder auf die Nummer 7, der zweite Wurf, dann sieht man sofort, aha, der erste Wurf ging oben rechts und der zweite Wurf von der Nummer 7 hier. Die Nummer 5 als Beispiel nochmal macht einen 7 Meter, verwandelt diesen wiederum auf der linken Seite, der zweite Wurf ein 7 Meter. So können nun gelbe Karten, 2 Minuten, rote Karten und so weiter jeweils vergeben werden. Des Weiteren kann natürlich die erste und zweite Halbzeit angeschaut werden. Es können die Torhüter gewechselt werden und im Endeffekt hat man einen sehr schnellen Überblick, wer an welcher Position zu welcher Zeit welche Tore geworfen hat. Interessiert einem nun mal eine Schnellanalyse von der ersten Halbzeit von Kiel, sieht man hier die zweite Halbzeit, hier die erste Halbzeit oder hier von Hamburg direkt mal die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit, wo welche Tore gefallen sind. Als Beispiel würde nun die Nummer 5 schnell einen 7 Meter schießen. Dann geht man auf Analyse für Kiel, tippt die Nummer 5 ein und siehe da, die Nummer 5 hat bisher oben links und den zweiten Schuss unten links geworfen. So kann man sehr schnell auch für die jeweilige Trikotnummer feststellen, wo der Werfer welches Wurfbild hinterlassen hat. Des Weiteren ist natürlich auch eine langfristige Analyse speicherbar. Diese kann in Excel übertragen werden und man sieht auch ganz genau, welche Handlungseffektivität, Wurfquote von den Keepern, die Abwehrquote, welches Verhalten eben welcher Spieler mit welchen gelben Karten, technische Fehler und so weiter an den Tag gebracht wurden. Sowohl für die Heim- als auch für die Gastmannschaft. Die Daten sind in Excel speicherbar und zu einem späteren Punkt natürlich wieder aufrufbar. Was heißt das? Findet irgendwann das Rückspiel statt, so können eben über Spielbogen öffnen bestehende alte Spielbögen geöffnet werden und man braucht nicht wieder jeweils die aktuellen Spieler anlegen und so weiter. Deshalb ist es auch sehr hilfreich und sinnvoll. Man hat sofort eine direkte Analyse vom Spiel, das schon gewesen. So, ich speichere jetzt mal jeweils die Spielbögen ab. Die Daten können natürlich nun auch in Excel nachträglich angeschaut werden. Werfen wir einmal einen Blick drauf. Hier sieht man nun die Daten in Excel.
Wiederum mit der kompletten Auswertung, Handlungseffektivität, Tore, wer was geschossen hat. Man sieht die Wurfbilder, man sieht von wo aus, man sieht die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit und jeweils vom jeweiligen Spieler, zum Beispiel hier die Nummer 5, wo welche Würfe hingegangen sind. Des Weiteren gibt es eben hier noch einen kompletten Spielverlauf, in welcher Spielzeit, wie der Spielstand war, wer welche Tore geschossen hat und natürlich auch, wie das Ereignis war. Sie sehen also, TSA bietet einen vollumfänglichen Umfang, wenn es um die Auswertung und Analyse eines Handballspiels geht. Einsetzbar ist es direkt auf der Spielerbank in Form eines kleinen Laptops oder eines iPads oder wie auch immer, kann das direkt der jeweilige technische Leiter oder wer immer das macht, direkt am Spiel ausführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.